Besonders jetzt im Hinspiel war es ja leider ziemlich eindeutig. Da haben sie uns auch in einer ziemlich schlechten Phase erwischt, sage ich mal. Jetzt ist die Situation ein klein bisschen andere und deswegen haben wir als Mannschaft natürlich das ganz klare Ziel, um das Spiel zu gewinnen. Ja, wir versuchen eigentlich so wie immer da reinzugehen, eigentlich von Anfang an einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja, im Hinspiel haben wir dann mal eben 3 Elfmeter gegen uns bekommen. Ich glaube, das gibt es auch nicht alle Tage. Und da ist unser Ziel schon, das Spiel mit 11 Mann zu beenden. Ja, hatten ja generell in dieser Saison ein bisschen Pech mit den Elfmetern, sage ich mal. Und ja, die genaue Marschrichtung wird uns dann noch vorgegeben vom Coach, wie wir das Spiel dann angehen werden. Und ja, den Plan werden wir dann so gut wie möglich versuchen umzusetzen. Ja, anders an. Natürlich ist es nochmal eine ganz andere Stimmung. Also früher als Kind habe ich immer davon geträumt, irgendwann mal in der Champions League zu spielen. Ich habe, glaube ich, schon sehr, sehr viele Champions League-Spiele im Fernsehen gesehen, schon von klein auf. Und ja, wenn man dann da auf dem Rasen steht und oder gerade einläuft und die Hymne hört, dann ist es einfach Gänsehaut-Feeling. Ich habe schon damals vom Fernseher halt Gänsehaut bekommen und habe eigentlich gesagt für mich, boah, da möchtest du dann auch irgendwann mal stehen. Und von daher ist es wirklich ein unglaubliches Gefühl. Deswegen sage ich mal nochmal ein bisschen spezieller als in der Bundesliga, wo man ja bekanntlich 34 Spieltage hat. Und also das kann ich zur Champions League sagen, was mir da so dabei einfällt. Und was lernt man daraus? Ich glaube, nicht nur aus dem Champions League-Spielen allgemein, sondern aus jedem Spiel kann man eben immer was lernen. Und da gibt es immer wieder positive als auch negative Aspekte, die man daraus mitnehmen kann. Und das gilt jetzt nicht auf irgendeinen Wettbewerb bezogen, sondern auf jeden Wettbewerb, auf jedes Spiel. Da kann man immer was rausziehen.